Das Licht und der Stein und ein Mythos. Castel del Monte, die steinerne Krone Apuliens. Im Lichtstrom wird hier die Zeit zum Raum. Der Bauherr, der Stauferkaiser Friedrich II. Aus normannisch-deutschem Geschlecht. Verheißen der Welt, Erneuerer der Zeiten und Reiche. Ob der Kaiser das Kastell je betrat, darüber gibt es kein Zeugnis. Doch es war von ihm erdacht. War es zum Wohnen gedacht? Ein von Gott erwählter Herrscher wohnt nicht, er herrscht. Seine Bauwerke sollen, auch dort, wo er nicht ist, von seiner Gegenwart künden. Vom Erdgeschoss des Kastells führen in 3 der 8 Türme Wendeltreppen in das obere Stockwerk. Das Schicksalsrad hatte oft sich für Friedrich gedreht. Von vielen Seiten bedroht verlief seine Kindheit und Jugend. Als 3-Jährigen hatte seine Mutter ihn schon zum König Siziliens, ihres Erbreiches, krönen lassen. Dann starb sie. Unter Feinden und Neidern, die nach seiner Herrschaft gierten und sich gegenseitig bekämpften, wuchs er auf. Und in Rom zog ein machtbesessener Papst die Fäden. Wie in einer Kathedrale sollten in seinem Kastell erhabene Gewölbe den Raum überspannen. Breccia Corallina, eingeschlossen in geschmolzene, rote Erde, weißes Gestein von unterschiedlichster Größe, erstarrt in dramatischen Formen. Wie hatte der Kaiser diesen Stein geliebt, der so lebendig und vielfältig war in seinen Mustern? Nicht nur Türfassungen und Wandfriese, auch Kapitelle und Säulen ließ er aus den korallenfarbigen Blöcken meißeln. Krone Apuliens, Castel del Monte.